Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, Phase 2 beginnt heute Abend und in dem heutigen Video möchte ich mit euch einfach nochmal über den Release von Phase 2 sprechen, was ich mir dadurch so erhoffe, was mir auch in den letzten Wochen schon aufgefallen ist, vor allem auf Patchwork, auf dem Server, auf dem ich spiele. Wir bekommen quasi heute Abend Azuregos, Kazak, also die beiden Worldbosse, da werden auch große Schlachten wahrscheinlich drum entstehen. Wir bekommen das Ehresystem. Das heißt, man kann im PvP-Rang aufsteigen, man kann sich die PvP-Belohnungen kaufen, wenn man die entsprechenden Ränge erreicht hat. Und das Layering wurde generell abgeschaltet, das ist quasi schon seit einem Tag ungefähr aktiv, dass quasi kein Server weltweit mehr Layer hat. Zunächst möchte ich erstmal auf die letzten Tage und Wochen auch zum Teil eingehen. Mir ist es schon als Spieler, der viel auf Privatservern gespielt hat, aufgefallen, dass das Layering schon dazu geführt hat, dass man ja deutlich weniger Leute in der Welt sieht. Ist ja auch logisch, wenn der Server quasi getrennt auf zwei verschiedenen Layern spielt. Ich fand es echt zum Teil wirklich ein bisschen langweilig und auch einfach eintönig, wenn man so in Fellwood, in den östlichen Pestländern oder wo auch immer rumgeritten ist und einfach nur Leute klatschen wollte, also World PvP machen wollte, dann hat man oft nicht wirklich Leute gefunden. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Und ich habe es immer aufs Layering geschoben und auch auf die Tatsache, dass einfach, wenn man noch keine Ehre bekommt und auch keine Belohnung oder wie auch immer, dass einfach der Anreiz nicht wirklich vorhanden war, für die Leute World PvP zu machen. Und ich glaube auch, dass viele Hardcore-PvP-Spieler vielleicht auch ja wirklich nur geradelockt haben und einfach auf die Einführung vom PvP-System gewartet haben, also auf den Start von Phase 2 und jetzt ab heute Abend wieder richtig Gas geben werden. Und dann auch die Spieler sein werden, die eben auch in der offenen Welt PvP machen werden. Ich denke, da kann man schon sagen, bei vielen Spielern ist da schon eine klare Trennung. Es gibt schon PvE-Spieler, die machen einfach nur PvE und es gibt nur PvP-Spieler. Klar, viele machen auch beides, wie ich zum Teil. Aber ich denke, man kann das sicherlich auf diese Sachen schieben, dass einfach in der offenen Welt nicht so mega viel los war. Jetzt habe ich mir auf Patchwork heute mal angeschaut und gestern auch, wie es eigentlich ausschaut, nachdem die Layer abgeschaltet wurden. Man hat schon gemerkt, in Ironforge und Stormwind, in den Hauptstädten generell, also auf Ali-Seite, sind deutlich mehr Leute. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal positiv. Natürlich haben wir auf den deutschen Servern nicht so eine kranken, überfüllten Hauptstädte wie auf irgendwelchen Streamer-Servern, wie auf Ferlina oder Gehennas oder so. Aber man merkt auch auf den deutschen kleineren Servern oder mittelgroßen Servern, wie auch immer, sind jetzt deutlich mehr Leute am Start. Und das finde ich zumindest für diese Server eine positive Entwicklung. Und ich finde es einfach deutlich angenehmer. Wie es allerdings natürlich auf den großen Servern ausschaut, da haben wir ja im deutschen Bereich auch einen Lucifron, der ja auch immer wieder mit Warteschlangen zu kämpfen hatte. Da muss man mal schauen. Da könnte es natürlich jetzt mit der Layer-Abschaltung auch wieder zu Problemen kommen und zu erhöhten Warteschlangen. Ich denke, da muss man einfach mal abwarten, wie das da ausschauen wird. Ihr könnt mir aber durchaus vorstellen, dass Lucy von, gerade so am Wochenende den Hauptschlagzeiten jetzt doch wieder eine deutlich längere Queue hat. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da auch schon ähnliche Erfahrungen heute gemacht habt oder auch in den nächsten Tagen machen werdet. Phase 2 beginnt heute Abend. Wie gesagt, freue mich aufs World PvP und auch auf die Worldbosse natürlich, Kazak, Azuregos. Sind am Start. Kazak wird in Ashara spawnen und Kazak in den verwüsteten Landen, glaube ich, auf Deutsch. Da, wo das dunkle Portal steht, da drunter noch. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es gibt schon verschiedene Raid-Bündnisse. Die Gilden haben sich schon zusammengeschlossen, um diese Bosse quasi gemeinsam bezwingen zu können. Und auch der Hinweis hier an, wenn ihr selber eine Gilde leitet oder auch irgendwie in der Gilden-Orga mitarbeitet bei euren Gilden. Also es ist sehr, sehr schwierig, diese Worldbosse alleine zu legen in Vanilla, weil einfach immer nur eine feindliche Hordengilde am Start sein muss, um euch die ganze Geschichte zu versauen. Von daher, da wäre es auf jeden Fall clever, wenn ihr da guckt, dass man da irgendwelche Allianzen mit anderen Gilden schmieden kann. Was das PvP-System angeht und das Ehre-System, was quasi ab heute freigeschaltet wird, habe ich auch eine kleine Umfrage auf YouTube gemacht, und zwar, ob die Leute quasi das feiern, dass wir jetzt so eine einzigartige Situation haben und einfach quasi nur durch World PvP Ehre farmen können, oder ob sie sich quasi wünschen würden, dass man direkt ein Schlachtfeld bringen würde. Und meine Meinung ist einfach, ich kann verstehen, dass die PvP-Spieler unter euch gerne direkt ein Schlachtfeld haben würden.
Auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie auch wichtig, dass sich Blizzard an den Contentplan hält, an den ursprünglichen Plan. Ne, denn auch Diremole wurde ja quasi schon zuvor geschoben im PvE-Bereich. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach irgendwie blöde, wenn wir jetzt so eine Rush-Mentalität reinkommen, irgendwie immer mehr Content noch schneller reingeballert wird ins Spiel. Von daher, ja, ich kann die PvPler verstehen, die gerne schon den Battleground direkt von Anfang an haben würden, weil es sicherlich auch, ja, nur solche Geschichten wie am Flugmeister campen mit riesigen Gruppen eventuell beheben würde. Wobei man das ja auch in dem Sinne nicht so krass kann, weil man ja auch noch nicht direkt Ehre gibt, wenn man landet. Aber natürlich verstehe ich die Problematik. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie aber auch wichtig, dass sich Blizzard eigentlich an den ursprünglichen Contentplan hält. Ja, und ansonsten finde ich es persönlich ehrlich gesagt auch einfach mal eine coole Geschichte, dass man wirklich nur mit World PvP ranken kann. Ich bin gespannt, welche Ränge die Leute erreichen werden. Und ob es vielleicht sogar schon Rang 14 Leute geben wird, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur PvP-Phase quasi jetzt in den Kommentaren rein. Werdet ihr ranken und findet ihr es doof, dass quasi kein Battleground direkt kommt? Oder sagt ihr, nö, ich finde es eigentlich mal ganz cool, nur mit World PvP zu ranken. So, dann gehe ich hier nochmal in, ach, jetzt noch die Stream-Ankündigung, na, moin, in Ironforge ins Spiel rein, wie gesagt, auf Patchwork. Nur nochmal der Hinweis an euch, wir haben heute auf Patchwork so ein kleines Community-Event. Um 8 Uhr wird quasi die Allianz gegen die Horde antreten in Southshore, quasi also im Hülsbrattgebirge. Die Horde wird von Taryn Mill starten und man wird quasi gucken, welche Fraktion die andere bis zum Flugmeister zurückdrängen kann. Die gewinnt das Event. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wer Bock hat, da mal reinzuschauen, könnt ihr gerne bei mir bei Twitch heute live das verfolgen. Ich werde ab 19 Uhr heute einen Raid aufmachen von der Dorngilde und wir werden auf jeden Fall da mitmischen. Und ja, wie gesagt, Phase 2 beginnt, Leute. Das ist für mich auch so der spannendere Teil, ehrlich gesagt, von WoW. Große Massenschlachten, was man auch schon auf den größeren Servern in Amerika und Europa gesehen hat. Das hatten wir so in dem Fall noch nicht so wirklich auf Patchwork. Und ich hoffe wirklich, dass sich diese Sachen auch jetzt hier auf Patchwork etablieren werden. Denn das ist so das, was ich einfach auch an einem MMO einfach geil finde, dass sich große Massenschlachten entwickeln und auch dieses Fraktionsbattle irgendwie so ein bisschen intensiver betrieben wird. Und ich bin mega gehypt auf Phase 2 und bin gespannt, wie sich die ganze Geschichte in den nächsten Wochen entwickeln wird. Und ja, das ist einfach mein kleines Update-Video und meine Gedanken zum aktuellen Stand von Classic. Es war ein wenig langweilig ohne World PvP und mit dem Layering und ich hoffe einfach, dass wir jetzt mit dem also ohne Layering quasi und dem Ehre-System im World PvP richtig Action bekommen werden, denn das wird dann auch sicherlich einen sehr großen Teil von meinen Streams auf Twitch einnehmen, denn ich bin immer schon PvP-Spieler gewesen, habe sehr viel Arena gespielt und ich konnte einfach noch gar nicht wirklich das übertragen, was ich eigentlich übertragen wollte, nämlich World PvP, weil, wie gesagt, auf Patchwork noch nicht wirklich World PvP ging. In dem Sinne, sagt mir gerne mal eure Meinung zur Phase 2 und zum Ehre-System und auch zu den Worldbossen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.